In Aachenkirch und ja, heute machen wir mal einen kurzen Test, gehen noch mal kurz was einkaufen, kurz vor Weihnachten und machen einen PCR-Test. Und zwar gibt es da so die Möglichkeit, einen Gurgeltest machen zu lassen mit einem Automaten und so. Muss man, weiß nicht, habe mir das nur online angesehen in einem Video. Check das mal unten rechts. Wir schauen jetzt einfach mal, wie einfach sowas zu machen ist und ja, ob das so easy geht. Daten. Ist erledigt? Entgegennehmen. Jawohl. Ja. Okay. Perfekt. Du hast das gekriegt, du magst das. Heute kannst du aber bei mir nicht mehr einspeisen, weil die auf Franz Uhr machen sind. Bis wann kann ich das ein... Achso, aber könnte ich jetzt das irgendwo hier machen und dann einschmeißen? Ja, ich weiß nicht, wer es noch hat. Vielleicht der Schmarr. Jetzt haben wir hier den Test. Einmal ein Novaticum. So eine Packung PCR-Gurgeltest-Kit, PCR-Gurgling-Test-Kit. Packungsinhalt Gurgeltest, Röhrchen und Trichter, QR-Code, Rückgabebeutel. Anmeldung und Registrierung geht über diesen QR-Code, den ihr auch da ganz am Anfang gesehen habt, könnt ihr es auch online machen. Und genau, das heißt, anmelden, einmal hier mit dem QR-Code sozusagen scannen, kann man auch die Website einfach besuchen, verlinke ich mal unten. Meldet man sich an, muss aber einen Sitz in Österreich haben, das ist wichtig. Und dann gibt man kurz seine Daten ein, kann sozusagen Pass- oder Sozialversichertennummer eingeben, das ist ganz wichtig. Das hat man manchmal nicht so da parat, das sind zwei wahnsinnig wichtige Nummern während der Pandemie. Und füllt man das Ganze aus, wählt aus, dass man das Testkit jetzt abholen geht und geht dann zum Beispiel hier beim M-Preis in Aachenkirch zum Bäcker. Beim Bäcker sagt man dann, ich will ein Testkit abholen. Und dann holt die Dame am Schalter ein Testkit und gibt euch das. Und dann könnt ihr das mit heimnehmen und euch testen, dann wieder zurückbringen und einwerfen. Jetzt aber ganz wichtig, während dem 25. und 26., 27., also während dem Wochenende nach Weihnachten halt nicht, sondern erst wieder am Montag danach. Was ziemlich gut. Damit weiß man auf jeden Fall nicht, wer wirklich infiziert ist. Und das ist auch insgesamt so eine ganz interessante Sache, weil natürlich während Weihnachten weniger getestet wird. Und das ist natürlich insgesamt wahnsinnig schlecht, weil keiner weiß wirklich, wie viele Leute gerade infiziert sind. So, wir machen das nächste Update am Montag, wenn wir das Testkit abgeben und dann ein nächstes Update, wenn wir das Ergebnis endlich bekommen. Ne? Sieht, das ist ein ganz langes Ding. Am besten zeitig machen, Test holen und vielleicht am selben Tag noch abgeben. Es gibt auch Abgabestellen, einmal im M-Preis, einmal im Spar und genau, einfach mal online gucken. Ich verlinke euch das ganz mal unten, wo ihr die Teststationen oder Abgabestationen entdecken könnt. So. So, meine Freunde, jetzt haben wir hier den Test. Und packen den einmal aus. Und zwar ist es ein Packungsinhalt mit Gurgelset, Röhrchen und Trichter. Es ist so interessant, es gibt extra einen Trichter, damit man nicht daneben spuckt. Jetzt geht man her.
Jetzt braucht man ein bisschen Wasser. Also erstmal ganz wichtig, 30 Minuten vor Probenabgabe Mund mit Wasser ausspülen, im Anschluss nichts essen oder trinken. Ich habe mindestens 50 Minuten gewartet. So. Schritt 2. Fülle das Röhrchen bis zur Hälfte mit Wasser und gurgle mit diesem Wasser für 30 Sekunden. So, jetzt machen wir das erstmal hier voll. Ist auch immer wichtig, die Anleitung immer bis zum Ende zu lesen, damit man nicht irgendwie vielleicht am Schluss was vergessen hat. So. 30 Sekunden gurgeln, also. Halt, zu safe. Das ist so gegurgelt. Das ist so straight gegurgelt. Das ist schon fast scheu. Das ist schon einfach wie Schlagsahne. So, also, jetzt haben wir Schritt 3 war, den beiliegenden Trichter auf das Röhrchen schrauben. Schritt 4, spucke die gesamte Flüssigkeit zurück in das Röhrchen. Den Trichter entsorgen. Und Probe gut verschließen. So. Ew. So. Klebe den beigelegten QR-Code auf die Seite des Röhrchens und scanne diesen mit Test einlösen in deinem Novaticum-Account. Ja, ist alles gar kein Stress. Meine Freunde, jetzt habe ich soweit den QR-Code draufgepackt. Jetzt müssen wir nur noch uns einmal auf dieser Seite anmelden von Novaticum. Von Novatium. Hier, klebe den beigelegten QR-Code auf die Seite des Röhrchens und scanne diesen mit Test einlösen in deinen Novatium-Account ein. Achtung, Öffnungszeiten rund um Silvester. Um eine Abholung zu gewährleisten, bringen Sie Ihre Probe bitte am 30.12. oder spätestens am 31.12. vor 10 Uhr in eine teilnehmende Filiale. Am 1.1. und 2.1. haben manche Filialen geschlossen. Abholung nur bei geöffneten Teilnahmefilialen. Okay. Jetzt hier geben wir den QR-Code ein. Und da gibt es auch eine Nummer, die wir hier eingeben können. Meine ist die 40659666 einlösen. Tschüss, tschüss. Nice. QR-Code wurde erfolgreich
verknüpft. Bitte bringen Sie den Test jetzt zu einer Rückgabestation in einer Partnerfiliale. Das ist auch interessant. Morgen dürfte ich erst wieder einen Test abholen. Wir gehen jetzt kurz in den Supermarkt und geben das kurz mal ab. So, meine Freunde, jetzt wichtig. Ja, das steht hier nicht drauf, oder? Ich wurde jetzt wieder zurückgeschickt. Gib nun das Röhrchen in den Rückgabebeutel. Deswegen sage ich immer bis zum Ende lesen. Und verschließe diesen sorgfältig, ne? Das ist wahrscheinlich, damit die Leute, wenn die siffen, nicht zu krass siffen, ne? So. Und jetzt gehen wir vor und schmeißen es ein. Thank you.